Hallo da draußen vor den Bildschirmen, ich bin's, Ralfinger IP, mit zwei Händen und dem Kopf vor dem Monitor und spiele wieder Dirt Showdown mit euch und heute geht's weiter mit Colorado Domination. Domination. Zwei Phasenrennen, drei Runden, 10.000 Dollar Preisgeld, yeah. Tender Cup, Upgrade fällig, Leistung, yeah, immer her damit. Und Stärke, darf er sich auch noch ein bisschen stärker fühlen. So, 5.000 reicht leider nicht mehr. Egal, mit dem fahren wir jetzt. Klasse B und wir nehmen wieder Kicker passend zur EM. Colorado Domination. Auf geht's, Leute. Wir dominieren Colorado. Die schönen Berge mit vier Bäumen. Bzz, hallo Auto. 219er, was steht da links? K und N Horseport Challenge. Yeah. Nie gehört. Im Schnee sind wir unterwegs, das heißt keine Handbremse. Und los geht's! Da boosten wir gleich das Ganze, komm. Okay, okay. Oh, 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 oh. Sau. Ah, Domination war ja das, ich muss hier diese Rennabschnitte dominieren mit den Geschwindigkeiten hier. Nicht wahr? Dann geben wir mal ein bisschen Gas hier und das Ganze wieder so egalisieren, dass wir da auch mal eine dominierende Runde haben. Sag ich doch. Ich bin der Mr. Dominieren persönlich. Ich glaube, ich will jetzt endlich noch aus der Bahn drängen hier. Ja, ich dominiere schon wieder. Ich dominiere. Gut, in der ersten Runde habe ich wohl ein bisschen das vergeigt mit dem achten Platz. Ja, das kommt vor. Das kommt vor. So, ich dominiere wieder fleißig. Schauen wir mal, dass wir den ersten Sektor auch hinkriegen, indem wir ein bisschen Nitro rauspumpen. Kurz in Engel nehmen. Yo, erster. Okay. Gut, gefällt mir. Vielleicht können wir die auch ein bisschen besser fahren, damit die vorhin voll über die Reifen gefahren. Und? Ne. Ich dominiere zwar immer noch, aber ich hab's nicht besser. Er benutzt sein Auto wie ein Lammbock. Was machen die da hinter mir? Ich will jetzt gar nicht wissen, was die da Dinge machen. Die Punkte! Ich frage mich gerade, was die Punkte zusammen haben. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich 50, soll mir reichen. Und jetzt kommt die letzte Runde! Die letzte Runde schon wieder, alles klar. Da ist ein bisschen. Ich habe den Sektor verloren, das gibt's nicht. Schweinerei, ich hätte noch keine Sektoren. Weiter. So, jetzt kommt der Sektor. Ja, da muss ich ein bisschen hin und zum Nitro auf, dass ich den letzten Sektor wieder kriege. Ich will über Erste sein. So, und hier geht's los, ne? Oh, mehr Turbo, mehr Boost, mehr, ihr wisst schon. Aber ich will den Sektor nicht verlieren. Er hat das Ziel erreicht. Habe ich den wieder gekriegt, den Sektor? Ich weiß es nicht. Gott, wie sehe ich denn aussehen? 48 Punkte, so ein Mist. Aber gut, erster 10, 10, 10, 8. Passt. Und die anderen, ja gut, die haben nicht so viele Punkte wie ich. Haha. Ah, jetzt alles klar. Jetzt versteht es auch mit den Sektoren. Entschuldigung, ich musste mich mal etwas räuspern. Ja? Mir ist etwas Öl oder Motorschlacke im Hals hängen geblieben. So, weiter geht's. Nächste Runde. Zwei Phasenrennen war das ja, glaube ich. Kicker. Kicker. Der Superkicker. Was ist für ein Auspuff hier, ey? Sag mal. Was ist ein Strom reingesteckt oder was? War wurscht. Wieder im Schnee. Wieder Domination. Los! Letzte Runde, auf geht's! Das letzte Runde? Achso, jetzt schon. Wow. Das haben wir natürlich nicht so optimal gelöst hier gerade. So. Jetzt habe ich kein Nitro mehr, weil ich da in der ersten Runde verballert habe. Ich habe mal geschickt abgetrennt hier. Und dann auch boosten wir wieder, um hier ein bisschen Dominierung rauszuholen. Die Kurven sind aber auch gemein hier. Und überall diese Reifen, meine Tür geht irgendwie gerade ein bisschen auf. Macht den wieder zu, sonst schneit es ja rein, das will ja keiner. Ja klar, dominiere ich. Aber das ist echt schwer hier im Schnee.
das Auto richtig zu handeln. Da haben wir jetzt noch ein schöner Sprung hinterher. Und weg von den Reifen, ein bisschen Nitro und ich hoffe, ich habe hier auch eine Dominierung. Sind eigentlich ganz knapp hinter mir, so wie es ausschaut, ne? Aber so sieht es auch noch aus. Die totale Domination, ey. Wie krass ist das denn? Auf jeden Fall habe ich hier... Was soll ich denn gerade sagen? Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall komme ich bis jetzt ganz gut zurecht mit der Runde. Wow, und hier gleich mal einen schönen Sprung hingelegt. Wieder um die Kurve rum und ein bisschen rausboosten, dass wir auch die Geschwindigkeit aufrechthalten. Zweite von dritte Runden, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Zweite von drei Runden. Totale Dominanz. Totale Dominanz, ja. Ich bin eine Domina. Die totale Dominanz. Also wenn ihr mal, ihr wisst schon, so besondere Bedürfnisse habt, schreibt mir einfach Videokommentar, eine Wartnachricht. Ich mach hier totale Dominanz, ja, aber wir reden natürlich nur von Dirt, ja, ist ja klar. Nicht, dass ihr irgendwie jetzt... Oh, ich habe es verloren. Wo ist meine totale Dominanz hin? Nein! Ich bin doch keine Domina. So, ich bin da mal wieder raus. Da hat doch glatt dahin wirklich jemand mal einen schönen Sektor. Ist er schneller gefahren als ich? Was soll das denn? Wurde nicht gewettet. Scheiße da. Das bedeutet nach wie vor Bestzeit in diesem Abschnitt. So. Jetzt selten kommt er, ja? Der Abschnitt. Mal gucken, ob ich den noch irgendwie gebacken bekomme. Den Stoff, Baby. Den muss ich jetzt nochmal hier holen. Den Abschnitt. Und wieder? Ich weiß es nicht, ist ja völlig egal. Also ich glaube, ich bin so krass jetzt Erster geworden. Zwar nur zwei Punkte, die fehlen, aber es sollte mir doch reichen. Und zwar habe ich 10, 10, 8 oder 205, 8, 4. Was natürlich ein Witz ist im Vergleich zu meinen Punkten. So, wer ist auf dem ersten Platz? Ja, ich bin's. Wer hätte das gedacht? Oh, die... Was ist da links? Comet? Weiß ich nicht, sieht aber echt genial aus. 20 Punkte, wunderbar. Und dann Jan Novak, sorry, leider nur Zweiter. Aber gut, wir beschäftigen uns nicht mit den Losern. Wir sind der Winner, wir sind der Erste. Wir sind wichtig. Alle anderen können mich mal. Ja. Der Flitzer ist eigentlich recht nett, auch vom Handling her, kann man nicht sagen. So, wir bekommen wieder 10.000 Dollar dazu. Das ist gut, die Kohle können wir brauchen, weil wir haben vorher ganz schön viel ausgegeben. So. Freigeschalten wird als nächstes Rampage in Yokohama. Alles klar. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Eins zurück hier zum Spy Plus Pro. Ich hatte hier doch auch noch eine Rechnung offen mit irgendeinem Level. Yo, auch Yokohama. Wie konnte ich das vergessen? Knockout Race. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Hier, also ich will ja überall den ersten Platz haben. Wie sieht denn das aus, wenn hier irgendwo so eine 3 rumgammelt? Ja, das ist ja überhaupt nicht meins. Aber ich glaube, dasselbe habe ich hier auch bei den All-Stars. Jo, da unten haben wir schon mal Yokohama, Rampage, Kacke und hier unser Trick Rush. Gut, den Trick Rush und Yokohama, das werden wir... Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal... Wir machen es jetzt so. In der nächsten Folge fahren wir Yokohama Rampage. Danach versuchen wir vielleicht nochmal den Trick Rush. Ah, da war ich noch ein bisschen irgendwie total kacke, so das letzte Mal. Und, oh, da fällt mir ein. Moment, jetzt bin ich schon wieder zu weit zurückgegangen. Hier unten ist ja auch noch eine Rechnung auf mit Yokohama. Irgendwie habe ich es mit Yokohama, ne? Diese ganzen Strecken hier, die passen mir nicht so. Gut, Yokohama. Scheiße Yokohama. Oh, aber hier habe ich schon mal den ersten Platz gemacht. Und da oben auch. Ach komm, das werde ich doch wohl schaffen. Und bevor ich jetzt hier noch weiter wild durch die Gegend klicke und die ganze Zeit nur dünn hört, würde ich sagen, verabschiede ich mich für diesen Part. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Sehen uns beim nächsten Mal. Und dann heißt es Yokohama, Rampage, Yokohama, Trick Rush, Rota, Yokohama, Rampage, nochmal Rampage. Was weiß ihr nicht? Wir gucken, was draus wird. Haltet die Ohren steif. Ciao.